Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch den meiner Meinung nach besten Card-Duplication Glitch zeigen, den wir im Moment haben. Den habe ich vor ein paar Wochen schon mal gezeigt. Einige Leute meinen, dass er anscheinend gepatcht ist. Und hiermit möchte ich einfach nur zeigen, dass der immer noch geht. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Ebenso benötigt ihr dann noch das Auto, was ihr duplizieren wollt. Einfach einen Winnie Easy komplett aufgetunt. Das Auto sollte sich dann in der Arena-Werkstatt befinden. Dann braucht ihr halt noch so viele Elegy oder Autos, so viele Kopien, wie ihr halt erstellen wollt. Und ihr braucht halt noch einen Nachtclub mit einer Lieferantengarage. Und dort braucht ihr dann entweder ein Terabyte oder ein Speedo Custom oder irgendein anderes Fahrzeug. Welches, das ist völlig egal. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt losstarten. Wir begeben uns mit unserem Freund einmal zum Casino. Fordern uns einmal irgendein Auto ein. Lassen unseren Freund auch einmal einsteigen. Wir müssen dann einmal den Fahrzeugzugang auf Beifahrer stellen, das ist ganz wichtig. Und als nächstes begeben wir uns dann mit unserem Freund in die Casino Parkhausgarage, nicht Penthouse Garage, in die Parkhausgarage. Dort angekommen steigen wir aus, unser Freund steigt dann wieder in unser Auto ein, auf den Beifahrersitz und bleibt dort die ganze Zeit sitzen. Mehr muss der Freund auch nicht machen. Wir begeben uns dann jetzt zum Nachtclub, aber ganz wichtig, jetzt kein persönliches Fahrzeug benutzen, einfach entweder jetzt den Jobteleport nutzen oder entweder jetzt, wie bei mir der Fall ist, mit einem Helikopter oder ein NPC-Fahrzeug, das ist ganz egal. Wir begeben uns dann in die Lieferfahrzeuggarage. Ja, und dort steigen wir dann einfach in irgendein Auto ein, welches ist völlig egal. Drücken dann Steuerkreuz nach rechts, dann sind wir gefreezed, können nicht mehr aussteigen, wir drücken Options. Drücken wir wieder auf Kreis und jetzt können wir auch wieder aussteigen. Ja, als nächstes müssen wir uns dann jetzt zur Arena hin teleportieren, denn wir können jetzt den Nachtclub nicht mehr verlassen. Einfach jetzt einen Job in der Nähe von der Arena raussuchen, dann den Jobteleport machen und schon sind wir bei der Arena. Wir begeben uns dann einmal in die Arena-Werkstatt, steigen jetzt in das Auto ein, was wir duplizieren wollen, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Dort angekommen, irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Anschließend müssen wir jetzt die Arena verlassen. Jetzt draußen angekommen, rufen wir den Mechaniker an und fordern uns jetzt das Auto an, was wir nicht mehr benötigen oder halt einen kostenlosen Elegy, weil das Auto, was wir uns jetzt anfordern, das geht verloren. Anschließend warten wir ungefähr so 4 bis 5 Sekunden, sagen unserem Freund dann Bescheid, dass er aus dem Auto aussteigen kann. Und wenn unser Freund dann jetzt aus dem Auto aussteigt, werdet ihr sehen, dass ihr jetzt auch das Kennzeichen ändert. Das heißt, ihr braucht auch keine iFood-Kennzeichen. Alle Kopien, die ihr stellt, das werden alle saubere Kopien. Um das Fahrzeug jetzt abzuspeichern, fordern wir uns einmal unsere MOC an, begeben uns dann dorthin, fahren einmal hinten rein. Solltet ihr jetzt ein Auto drin stehen haben, jetzt einfach dann die Fahrzeugmeldung voll Meldung einfach annehmen. Das Fahrzeug, was dann jetzt in der MOC stand, steht dann jetzt in der Garage, wo ihr den Elegy hier angefordert habt. Und somit habt ihr jetzt auch die erste Kopie abgespeichert. Wenn ihr jetzt noch eine weitere Kopie erstellen wollt, dann begebt euch dann einfach wieder zum Casino, einfach wieder mit eurem Freund in Parkhausgarage reinfahren und dann die gleichen Schritte wiederholen. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.